Einer der Hauptgründe für eine Fusion ist immer wieder, dass man die Ortsplanung verbessern kann. Man kann über ein grösseres Gebiet eine Ortsplanung machen. Man sagt, heute höre ich die Ortsplanung an einer Gemeindegrenze auf. Wenn zum Beispiel die eine Gemeinde jetzt eine Villensiedlung machen will und die andere Gemeinde genau in der gleichen Region nachher ein Industriequartier, dass das nicht aufgeht. Und darum will man eben die Gemeinden fusionieren und dann könnte man das Gemeindegebiet besser strukturieren. Da gibt es natürlich brutal schlechte Nachricht für alle Fusionsbefürworter. Je mehr dass man fusioniert, desto grösser wird die Gemeinde. Desto grösser wird aber auch die Gemeindegrenze rundherum. So ist es zum Beispiel so, dass durch die Fusion Luzern-Litau die Grenze zwischen diesen zwei zwar wohl verschwunden ist, aber die Gemeindegrenze für die Stadt Luzern hat sich glatt verdoppelt. Wir haben jetzt also doppelt so lange Grenzen, die wir mit anderen Gemeinden verhandeln müssen, als das noch vor der Fusion der Fall war. Das heisst, wenn das Gross-Luzern zustande kommen sollte, das wir jetzt planen, dann hätten wir neu als Nachbarn Horb, Schwarzenberg, Rotenburg, Malters, Buri, Eschenbach, Dieriken, Urligenswil, Neuenkirch und Meggen. Und mit denen müssten wir weiterhin verhandeln. Das heisst, für die Stadt Luzern wird es nicht einfacher, sondern es wird sogar schwieriger, eine Ortsplanung zu machen, weil man einfach jetzt noch mehr Gemeinden hat, wo man Rücksicht darüber nehmen muss. Was natürlich klar ist, man muss auf die einzelnen Quartiere in diesem Gross-Luzern nicht mehr so Rücksicht nehmen wie vorher. Indem das Fusionsbefürworter sagen, es ist einfacher, eine Strasse zu planen, weil die Gemeinde, die das betroffen ist von dieser Strasse, sich heute wehren würde, in Zukunft in einem Gross-Luzern aber nicht mehr wehren könnte, sagt ja nichts anderes, als dass sie einfach weniger zu sagen haben. Es ist ja halt einfach so, dass das Zentrum respektive die anderen Quartiere bestimmen über die einzelne Gemeinde. Dabei macht es doch Sinn, dass die Leute, die dort wohnen und dort das Gebiet kennen, dass die auch die Ortsplanung dort übernehmen würden, weil sie kennen sich in dem Gebiet am besten aus. Nehmen wir mal zum Beispiel das Fixerstübli. Das müssen wir jetzt irgendwo platzieren. Wir würden jetzt die Gemeinde Emmen fragen, wenn ihr das. Die Gemeinde Emmen würde sicher sagen, nein, wenn wir nicht, können wir selber schauen in Luzern. Wenn wir allerdings fusioniert haben und alles ein Gemeindegebiet ist, und dort die Frage ansteht, wenn wir es auf Emmen tun, dann wird das Quartier Emmen zwar gleich noch Nein sagen, aber alle anderen Quartiere rundherum werden natürlich Ja sagen, weil die froh sind, dass sie es nicht überkommen. Und das ist sicher eine einfachere Ortsplanung für die Verwaltung, aber von den Bürgern her gesehen ist das natürlich ein massiver Abbau an Mitsprache. Es ist aber auch heute so, dass man eine Ortsplanung durchaus auch über Gemeindegrenzen aus machen kann, sofern man das will und sofern man auch bereit ist, sich dafür einzusetzen. Als Beispiel der öffentliche Verkehr in Basel. Dort kann man ein Billett lösen in Basel, hockt in die S-Bahn rein, fährt über Grenzen auf Deutschland und von dort über Grenzen auf Frankreich. Man hat drei verschiedene Länder, man hat zwei verschiedene Währungen, man hat EU-Zonen und nicht EU-Zonen, verschiedene Mehrwertsteuersätze und trotzdem ist es möglich, einen Verkehrsverbund zu machen, über drei Ländergrenzen hinweg. Und bei uns sagt man, dass die Ortsplanung bereits an den Gemeindegrenzen aufhören muss, weil es kompliziert sei, mit anderen Gemeinden zu verhandeln. Das ist sicher nicht so, wenn unsere Verwaltung ein bisschen fähiger wäre wahrscheinlich, oder ein bisschen mehr Willen würde zeigen, dann wäre das durchaus möglich, so wie es die letzten paar hundert Jahre auch möglich war. Aber es zeigt sich eben, man will die Verhandlungen nicht, man will weg von der Bevölkerung, man will weg von den Bedürfnissen der Bewohner und möchte gerne von oben ab eine Stadt planen, ohne dass man die lästigen Leute immer hat, die dazu noch ihren Senf dazugeben können, ohne dass man auf Quartier und Bewohner in diesen Regionen Rücksicht nehmen muss. Sicher für die Verwaltung ist das ein grosser Vorteil. Für die Bürger, für die Stimmbürger, die die ganze Geschichte nachher am Schluss zahlen und ausbaden, ist das sicher ein massiver Demokratieabbau. Aus diesem Grund ist das sicher die Ortsplanung eines der schlechteren Argumente, die man benutzen kann.